So, ihr Süßen, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's eigentlich ganz gut. Meine Woche ist ein bisschen turbulent. Man kennt es, glaube ich, mit den ganzen Höhen und Tiefen und so. Ich glaube, ich habe momentan mehr Tiefs, ja. Aber gar nicht so richtige Tiefs, wo man jetzt sagen würde, boah, das ist jetzt voll schlimm, sondern so Tiefs, aus denen man lernt. Wisst ihr, was ich meine? Also so Situationen, aus denen, wo man weiß, nach dieser Phase werde ich voll stark rauskommen. Ja, und es ist unangenehm, aber ich sehe das irgendwo, auch solche Phasen bleiben nicht ewig. Im Großen und Ganzen geht es an mir aber gut. Nur muss ich sagen, ja, man sieht es mir vielleicht an den Augen, die ist ein bisschen gerötet. Liegt aber auch ein bisschen an meinen Kontaktlinsen. Spannende Woche. Ja. Ich hoffe, eure Woche war besser. Und dass ihr zumindest mit Trash TV euch so ein bisschen eure Laune aufrechterhalten konntet. Und denkt immer dran, jede Phase ist auch nur zeitweilig und ist nicht für immer. Ja? Und ja, heute schauen wir uns Princess Charming an. Ich habe hin und her überlegt, ob ich das überhaupt kommentiere, weil ich ja vergangene Staffeln nicht so zu Ende kommentiert habe oder nicht dazu kam. Ich habe aber wirklich gemerkt, hey, ich habe Bock drauf, ich habe Lust dran gewonnen. Ich mag es, wenn ihr interagiert und auch Feedback gibt. Das habt ihr jetzt bei den letzten Videos gemacht. Das motiviert einem echt unheimlich, sich da auszutauschen. Und deswegen, ja, habe ich Bock auch auf Princess Charming. Ich muss zugeben, ich bin null in der ganzen queeren Thematik drin. Ich sag's, wie es ist. Deswegen, ich komme von einer super hetero-Perspektive, aber auch so einer Person oder Frau, die nicht so viel Ahnung hat. Und ich finde es super spannend, eben so eine Show sich anzuschauen und eben vor allem auch draus zu lernen. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, das haben wir bei Prince Charming gemacht. Und ich finde, bei Princess Charming kommen auch nochmal super viele Themen auf, mit denen man sonst nicht konfrontiert ist. Und das finde ich halt so aufregend an dieser Show. Und halt auch Frauen, also ich als Frau, die auf einem Mann oder Männer steht, denke mir manchmal so, sag mal, vielleicht die eine oder andere. Ja, also nee, aber ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Ich würde sagen, ich höre auf zu reden und let's go. Schauen wir uns einfach mal die Princess an von diesem Jahr. Ich bin Madeleine, ich bin 23 Jahre alt und ja, ich bin die neue Princess. Ja, das ist die neue Maus, die süße Maus, ist die neue Princess Charming. Eine Sache nur, also ich finde die super hübsch, nicht super natürlich, also jetzt, ne? Also so das Girl von nebenan, würde ich jetzt so sagen, aber super hübsches, natürliches Girl, also ich, ne? Und eine Sache, die mir aufgefallen ist bei dieser Staffel, ist das Thema Rot. Ist euch das auch aufgefallen, dass da super viel, also zumindest in der ersten Folge, sie viel Rot trägt? Und ich frage mich, ob das so das Konzept ist der Folge, dass es alles in Rot, Farbe der Liebe, gehalten wird. Ich kann sehr ungeduldig sein, habe deswegen hier auch Geduld, Patience mit tätowieren lassen. Ich kann sehr stur sein. Muss ich mir jetzt deswegen ein Tattoo machen? Nein. Aber vielleicht hilft es ja. Weiß man nicht. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Ja, meine Achselhaare sind so ein kleines, ja, fast schon Markenzeichen geworden, würde ich sagen. Markenzeichen, warum? Ist sie eine Fashion-Ikone? Oder warum sollten Achselhaare Markenzeichen von ihr sein? Es ist jetzt nichts Neues, sag ich jetzt mal. Aber es ist auch nichts, wo man jetzt sagt, okay, sieht man jeden Tag. Ja, ich glaube, ich enthalte mich bei dem Thema, bevor ich ein paar Menschen triggere. Ich finde, das muss jeder entscheiden, wie er Bock hat, ne? Und ich finde, das ist aber nichts Ungewöhnliches, wenn man Achselhaare hat. Oder findet ihr, das ist sowas total Krasses und Neues jetzt, wo man sagt, wow, mein Gott, die Frau hat Achselhaare, Jesus. Ich bin beruflich Content Creatorin. So, die Maus, die süße Maus, ich sag heute nur noch süße Maus, gewöhnt euch dran. Die kenne ich. Ja, ich bin tatsächlich so ein TikTok, eins von diesen Gen Z TikTok Menschen. Ich weiß gar nicht, ob ich Gen Z bin, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst auch nicht, was ich meine, aber ich kenne sie von TikTok. Ja, ich habe jetzt auch einige TikToks, die jetzt eingeblendet wurden, bei ihrer Vorstellung schon gesehen. Und das fand ich cool. Jemand
den man so von Social Media kennt, auch so bei einer Show zu sehen. Und ich glaube, die eine oder andere, die wir schon kennen, ist auch dabei. Und zwar die Steffi, die beim Bachelor Nico Kriesert war und dann bei Bachelor in Paradise und dann auch veröffentlicht hat, dass sie jetzt quasi auf Frauen steht. Ich habe irgendwo in der Vorschau, habe ich sie gesehen. Das heißt, die sehen wir auch. Interessant. Ich habe 4,7 Millionen Follower. Ja, sie, Süße, erzählt uns hier, dass sie 4,7 Millionen Follower hat. Ich denke mal auf TikTok. Ich folge ihr nicht auf Instagram. Auf TikTok auch nicht. Aber okay. Herzlichen Glückwunsch. Es ist, also, es ist was Besonderes. Es ist schön, oder? Also ich finde es schön, wenn man so eine Masse an Menschen begeistern kann. Ich finde, das spricht für sie und das spricht für ihre Person. So. Aber ich finde halt, wenn jemand sagt, ich habe 4,7 Millionen Follower, natürlich wurde ihr die Frage gestellt, ne, im Interview, das wissen wir auch irgendwo. Aber wenn jemand jetzt so von sich aus sagt, ich habe so und so viele Follower, kannst du bitte gehen. Juckt keinen. Ich sag mal, meine letzte Beziehung, die ging jetzt über 5 Jahre. Ja, und jetzt bin ich wieder ready. Single like a Pringle. Ja, ich fand die Süße voll süß. Ja, Single like a Pringle bin ich auch. Ich meine, wo sind die Männer? Wo sind die Männer? Warum lassen die uns warten? Also, bei ihr in dem Fall, wo sind die Frauen? Aber was soll das? Ich bin jetzt 1 Jahr Single. Und jetzt kommt der Herbst. Und ich darf mit meinen Kuscheltieren kuscheln dann, oder was? Was ist das, ey? Traurig. Ich lege schon ziemlich viel Wert auf meine Kleidung. Ich habe super viel gemusterte Hemden tatsächlich. Die habe ich auch alle dabei. Also. Ja, und die Süße erzählt uns, dass sie super eine Fashion-Ikone ist. Nein, sie ist sehr modebewusst. Und zwar, indem sie einfach nur gemusterte Hemden anzieht. Ist ja auch abwechslungsreich und vor allem sympathisch. Ich finde es sympathisch. Ich finde es irgendwie so voll süß. Die zieht halt einfach immer Hemden an. Das ist ihr Style. Das finde ich voll cool. Weil ich denke mir so, irgendwann würde ich halt irgendwas anderes anziehen wollen. Aber nee, gemusterte Hemden in verschiedenen Farben, verschiedenen Muster. Mega. Richtig gut. Die Texte schreibe ich selber. Inhaltlich ist es ein bisschen bitchy. Alright, wir haben eine Rapperin in dieser Staffel, eine Rapperin, wie die eine von Ex on the Beach. Ja, die rappt auch in dieser Folge. Wollen wir mal diesen Rap beurteilen? Nein, weil wir kennen uns nicht aus in der Rap-Szene. Also ich bin kein Producer und kenne mich nicht aus, so deswegen würde ich das jetzt nicht beurteilen. Ja, deswegen lasse ich es so stehen. Aber das ist eine Süße auf jeden Fall und ich finde es immer cool, wenn Frauen auch einfach so ein bisschen aus der Reihe tanzen. Ist vielleicht das Falsche, sondern andere Dinge machen als typisch Frau. Wisst ihr, was ich meine? Also so rappen finde ich so voll cool und dass sie das macht, irgendwie voll nice. Sex haben kann ich tatsächlich nur mit einem Menschen, wenn ich eine emotionale Bindung habe. Ich bin persönlich nicht der One-Night-Stand-Typ. Ja, das sagen sie so ungefähr alle im Trash-TV. Und dann 2 Sekunden später sind die mit einem Typen im Pool und versuchen eine Flasche sich reinzuwürgen. Ja, glauben wir ihr das? Weiß ich nicht. Sie sagt hier auch, dass die meisten nicht glauben. Aber ich glaube, wir haben einfach ein Trauma davon, wie viele Leute im Trash-TV sagen, ich brauche erstmal Gefühle, um körperliche Nähe zuzulassen. Und dann keine 2 Minuten später siehst du die irgendwie komplett eskalieren. Sag ich jetzt einfach mal so. Ich habe vor Princess Charming ein paar Wünsche aufgeschrieben, verbrannt und dann in einem Ritual an das Universum gegeben. Okay. Ist das jetzt noch... Also... Ich weiß ich jetzt nicht. Wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, wenn ich die süße Dame, ich finde die Kleid total schön, by the way, wenn ich die jetzt daten würde und wüsste, die würde halt zu Hause irgendwelche Rituale veranstalten, um mich zu kriegen oder was auch immer, weiß ich nicht. Ja, mein Outing hatte ich so ungefähr mit 16, 17.
Die hier finde ich total hübsch, muss ich sagen. Also ich habe, glaube ich, diesen Ausschnitt nur reingenommen, um euch zu verdeutlichen, was das für eine wunderschöne Frau ist. Und wie sexy ich die tatsächlich auch finde. Krass. Papa und Brüder, das waren halt eher so die Personen, die mich dann auch eher fertig damit gemacht haben. Ja, die ist, erzählt hier auch, dass sie Muslima ist. Muslima, sag mal Muslima. Die ist auf jeden Fall die... Es muss... Oh Gott, Junge, bin ich eigentlich dumm? Die gehört dem Muslim an. So, egal. Ihr wisst, ich verstehe hoffentlich, was ich meine. Es war ein langer Tag. Es schiebt einfach auf die Dauer des Tages. Und dass ihre Familie es ihr ein bisschen schwer getan hat, also zum Beispiel Vater und Brüder. Und das finde ich so traurig, dass es halt so, was dieses Thema angeht, unsere Welt da so kacke ist einfach, ne? Und dass man nicht jeden lieben kann, den man möchte und wo man Bock hat, sondern dass je nachdem, wo du geboren bist oder mit ne, welcher Ethnie, welche Religion, du einfach nicht dein Leben leben kannst, so wie du das möchtest. Man hat nur ein Leben. Das ist so traurig, finde ich. Wollen wir vielleicht immer noch unsere Pronomen dazu sagen, ja, wenn wir angesprochen werden wollen? Ja, finde ich gut. Und das ist eine Sache, die für mich halt total neu wäre, als Person, die eben nicht in dieser ganzen queeren Community interagiert. Wenn ich mich jetzt mit Menschen treffen würde, die jetzt erstmal sagen würden, hey, wir wollen mir erstmal unsere Pronomen hier preisgeben. Keine Ahnung. Ich wüsste halt, also ich möchte jetzt nicht total ignorant sein, ne? Ich habe mich nicht damit beschäftigt. Ich wüsste nicht, was mein Pronomen ist. Vielleicht sollte ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigen. Und ich wüsste nicht, was mir das dann... Ja, okay, das würde mir was bringen, wenn ich wüsste, was der Pronomen von dem anderen ist, damit ich ihn dann genauso anspreche. Also an sich schon spannend. Ich hoffe, es gibt aber nicht so viele Pronomen, weil ich kann mir das nicht merken alles. Ich bin Lilly. Ich benutze ihr Pronomen. Ich wollte sagen, 7 Pronomen. Ja, und das Thema Pronomen kommt hier noch ein bisschen mehr öfter auf. Und da war ich schon mega verwirrt, weil da wird gesagt, sie, ihr, sagt sie ja hier. Und eine andere sagt, sie, der oder so. Und die andere sagt, she, her. Also ist es einfach nur übersetzt? Ist da jemand unter euch, der das versteht? Weil ich kann das natürlich auch googeln. Nein, also so ist es nicht, aber... Also ich wurde noch nie gefragt, was mein Pronomen ist. Deswegen habe ich mich auch noch nie damit auseinandergesetzt. Ich bin Gabi, ich bin auch 28 und ich bin aus Berlin. Berlin! Die Gabi, die ist voll die Süße, ich mag die voll. Die Gabi macht Filmchen, ne? Ihr wisst, was ich meine, wenn ihr die Staffel oder die Folge geschaut habt. Und ich finde, sie muss sich dafür gar nicht schämen, aber hier ist sie so ein bisschen zurückhaltend, sagen wir mal. Ich hatte schon 7 Beziehungen. Die Gabi ist 28, hat schon 7 Beziehungen. Ja, why not, ne? Also, ist okay. Selbst wenn es 10 wären, ne? Es ist ja dein Leben, kannst du machen, ne? Ich hatte, glaube ich, 3 Beziehungen bis jetzt. Also, ne, die ganzen 2-monatigen Dinge zählen wir jetzt nicht. Ja, sonst ne, wäre es natürlich mehr, aber Beziehungen, sagen wir, die über ein halbes Jahr hinausgingen. Ich würde sagen 3. 7 ist sportlich, muss ich tatsächlich zugeben. Aber go for it. Alright, da kommt die Princess angekrätzt mit ihrem Kürbis. Also diese Szene hat mich einfach an Cinderella erinnert mit ihrem Kürbis dann, nachdem sie von dem Palast des Prinzen weg abhaut, weil sie sich dann so wieder in die gegensätzliche Variante verwandelt. Das erinnert mich einfach dran, an diese Szene, wo die dann so flieht und dann der Kürbis, also der vorher dieses prachtvolle Ding war, sich dann in einen Kürbis wieder verwandelt und sie selbst wieder so, ne? Also, wer das geguckt hat, weiß, und das ist einfach original. Hatten die keine Limousine? Ist ja auch charmant, ne? Aber die Arme. Hallo, ihr Lieben! Und endlich dürfen die KandidatInnen die Princess erblicken. Und
Ja, also ist ja auch wohl klar, dass jetzt erstmal hier so ein tobendes Gekreische und Applaus ertönt und also ist doch klar, es ist die Princess, hallo. Als ob eine da dabei wäre, die dann so den macht, ne? Nee, natürlich nicht. Ein krasser so Auftritt, so auf einmal stand sie da vor den goldenen Flügeln. Ich finde es auch mal so krass, wie dann alle so reagieren, als wäre das die Queen höchstpersönlich oder Queen Beyoncé oder ich. Als wäre ich das so, die übertreiben voll, dann tun so was. Nee, aber, like, ich finde, die ist halt eine Süße, aber halt eine von nebenan, also so eine hübsche Frau, definitiv. Aber ich finde es trotzdem so voll lustig, dass alle immer so ausrasten, so, weißt du, als wäre das Lady Gaga oder so. Schön, dass wir uns auch schon kennen, ne? Das ist gut, dass wir bekannte Gesichter haben. Man hat es ja oft in so Trash-TV-Sendungen, dass irgendwie irgendeine Kandidatin dann sagt, oh, ich kenne den schon von Tinder oder so. Oder irgendein Kandidat sagt, mit dem hatte ich One-Night-Stand oder keine Ahnung. Und das finde ich so witzig, weil die sagt hier auch so, schön, dass wir uns schon kennen. Und alle so, oh mein Gott, bitte nicht. Hoffentlich habe ich sie nicht immer verarscht oder irgendein Bruder von mir oder keine Ahnung. Und es ist halt so, dass sie bei dieser Folge oder Staffel sie eingeschleust haben. Ihr habt es sicherlich gesehen, muss ich eigentlich nicht wiederholen. Sie haben sie eingeschleust als eine vom Team quasi, also von der Crew. Und also quasi eine, die die ganzen Kandidatinnen betreut hat und auch somit die Möglichkeit hatte, denen nahe zu sein. Und sie hatte da eine Maske auf, ne? Aber sie war quasi Crewmitglied und ja, das ist halt darauf bezogen jetzt. Wirklich alle schon mit dem einen oder anderen Person schon Augenkontakt hatte, ne? Und alle so, oh, wer ist die Bitch? Ich würde auch so sagen, who is she? Wer hatte schon mit ihr was? Ich bin raus. Nee, aber im Endeffekt checken die das dann auch. Ha, da war doch was. Da war doch irgendeine Madeleine in der ganzen Crew. Eigentlich alles. Außer Deutschrap. Als wir gefragt haben, was für Musik sie meint, sie alles außer Deutschrap. Die Princess, Madeleine heißt sie, ne? Ja, die wird halt gefragt, welche Musikrichtung sie mag oder welche Artist sie mag. Und sie hasst Deutschrap, sie mag keinen Deutschrap. Und wir haben ja hier unser Mini Eminem, ja, in der Crew, die dann auch rappen darf, weil eine von den Frauen dann natürlich sie das dann droppt, dass sie Rapperin ist. Das ist auch nett, ne? Ey, du weißt. Ich mag mein Lieber weiß, nur etwas für echte Kenner, mag in dem man etwas kalt. Ich fühle diesen Support. Diesen Support brauchen wir in unserem Leben. Das ist genau das, was wir brauchen. Die Mädels feuern sie an und ja, keine Ahnung, Beatboxen. Und ja, das ist natürlich die Frage, wie toll die Princess diesen Auftritt fand, ja. Das war mega gut, hallo, like, also wirklich. Also gut lügen kann sie jetzt nicht unbedingt, ne? Also sie hat viele gute Eigenschaften. Ich finde, sie hat tolle Haut, tolle Figur, sieht echt gut aus. Aber lügen kann sie nicht, was ja auch gut ist, ne? Das kaufe ich jetzt nicht ab. Guck mal, bitte nochmal an. Das war mega gut, hallo! Ihre Augen so, what the fuck? Und weißt du, das, was sie sagt, passt nicht zu Augen und alles drum und dran. Was ist deine Pronomen? She, they. Deine? She, her. Okay. Ja. So, und hier bin ich verwirrt, wenn einer von euch dabei ist, der sich das anguckt, der sich mit Pronomen auskennt. Ich weiß, ich kann es googeln, aber die eine sagt she, there und die andere sagt she, her. Wo ist der Unterschied? Das frage ich mich. Wo ist der Unterschied? Oder ist es das Gleiche? Ja, lange Wimpern hast du. Das ist auch ein bisschen fake. Der Vibe war da. Okay, und hier kommt raus, dass die Princess gar nicht echt ist. Beziehungsweise, dass nicht alles an ihr echt ist. Wie bitte? Ich dachte, eine Princess muss wahrhaftig von A bis Z komplett Natur sein. Sie hat dich Wimpern verlängern lassen. Schande. Schande über dein Haupt. Kannst du nur. Ich habe Wimpernserum auch mal gemacht. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Die sind richtig lang geworden. Ja, richtig schön. Wollte ich einfach nochmal kurz zeigen. Und ja, ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, wie toll ihr das findet. Mhm.
Traum. Was wäre denn für dich ein absolutes Horror-Date, was für andere vielleicht ein Dream-Date wäre? Und die, ich sag heute echt nur noch Süße. Ich hatte ein Bier, by the way, vielleicht bin ich deswegen so auf den süßen Trip. Ich finde die Frage richtig cool. Es sind so Fragen, die ich auch gerne mal hätte bei einem Date. Und da ich sie mich auch direkt angesprochen fühle, würde ich direkt mal gerne auf die Frage eingehen. Ist ja unhöflich, Fragen nicht zu antworten. Ich glaube, ein Horror-Date für mich, was für andere ein Traum-Date wäre, wäre das ganze Thema mit Bungee-Jumping. Mhm. All diese Sachen, die bei der Bachelorette und so gemacht werden. Da bin ich direkt raus, bevor es Bob angefangen hat. Verstehe halt nicht, was der Spaß sein soll. So, warum? Warum Todesangst haben bei einem Date? Verstehe ich nicht. All was damit zusammenhängt. So, das sind Dinge, wo andere sagen würden, geil, will ich einmal erleben. Irgendwo tief in meinem Inneren denke ich mir auch, würde ich schon einmal erleben. Aber eigentlich könnte ich auch sehr gut drauf verzichten. So komplett romantisch. Also wenn dann wirklich so, ich bin so ein kleiner Romantik-Cringe. Also die Princess erzählt hier, dass sie in Romantik-Cringe ist. Also wenn alles so durchgeplant ist von A bis Z und so, das mag die nicht. Gibt's das? Echt? Also ich weiß schon, wenn es wirklich zu so übertrieben ekelhaft romantisch ist, dann bin ich auch raus. Also es ist auch so Rosen auf dem Weg zum Bad, fühle ich auch nicht so krass. Oder Rosenblätter oder so, muss jetzt auch nicht sein. Aber ein bisschen Romantik im Leben braucht man doch schon, oder nicht? Also Kerzen bin ich immer dabei, ich habe immer Kerzen an. Ich liebe es, wenn man so stilvoll ein romantisches Ambiente kreiert. Aber deswegen mag ich das schon. Ich mag das schon, wenn sich jemand Gedanken macht und etwas dann plant. Von A bis Z. Das ist sehr, sehr jung, ja. Und das muss ich herausfinden, ne, ob das irgendwie funktionieren kann. Also, die Princess hat ihr gerade ihr Alter gedroppt, ja. Und einige sind geschockt, vor allem die Natalie. Die ist ja 31, also fast 10 Jahre älter. Also, nee, 7, oder? 8? Die Princess ist 23, eine super junge, süße Maus, ja. Krass, ich finde es auch super krass, dass sie dann so eine Position einnimmt mit so jung, in so jungen Jahren. Also, manch andere im Trash-TV, der 20 oder das ist oder 23, agiert anders, sagen wir es mal so. Also, ich stehe auf feminin. Du wärst jetzt mein Typ. Okay, dann können wir auch das Ganze abbrechen. Also, ich finde auch, dass es jetzt an dieser Stelle auch passt, ne, also so, ne, sie hat jetzt schon ihren Deckel auf dem Topf gefunden. Ich denke, das, ja, können wir uns das sparen. Ich danke euch fürs Zuschauen, ja, war eine schöne Staffel. Bis zum nächsten, ja, für die nächste Staffel. Also mir ist es tatsächlich schon wichtig, dass meine Partnerin auch reisen kann. Und die mit den gemusterten Hemden, die weiß es auf jeden Fall, wie man sich langsam ranschleicht und sich ganz unbemerkt bemerkbar macht. Wie sagt man das? Keine Ahnung. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Aber auf jeden Fall schleicht sie sich hier so ein bisschen an die Princess und ihre Gesprächspartnerin hier ran und steht da einfach so 2 Meter in Entfernung daneben. Ja, okay. Ich habe gehört, die Princess sieht durstig aus. Deswegen dachte ich, so ein kaltes Wasser wäre nicht schlecht. Aber ich finde die Taktik gut. Die geht sogar auf, ja. Und sie bringt ihr das Getränk und bleibt dann einfach stehen. Ja, kann man auch so machen. Also dann geht halt die andere, weil sie sich auch denkt, so, ja, okay, ist jetzt obsolet, hier weiter zu quatschen. Aber gute Taktik hat funktioniert. Herzlichen Glückwunsch. Ich wurde zuerst gecrashed. Die Süße hier wurde gecrashed von der TikTokerin, die 4,7 Millionen Follower hat. Die war so im Gespräch mit anderen und waren so, wer als zuerst kommt, 1, 2, 3, Instagram, blablabla. Und die andere so, ich habe keine Zeit für euren Scheiß. Ist aber auch gestanden, ist so Princess. Kann man nicht mögen oder mögen. Ich finde es ganz cool eigentlich. Die hat sie vor allem beobachtet, ne? Die war so, okay. Seid ihr fertig? So, ich gehe jetzt und ziehe mein Ding durch und finde ich
das finde ich, so, find ich gut. Wie flirtest du? Mit Augenkontakt bestimmt, oder? Ja. Ciao. Ich muss zugeben, ich hätte jetzt gedacht, ich bin nicht der Typ, dass wenn jemand so forsch ist, so direkt fragt, wie ich flirte, dass ich das mega cringe finde, fände. Wow. Also, ne, aber die hier, ey, durch diesen Screen durch spüre ich die Dynamik, ich spüre dieses Knistern. Uff. Habe ich auch schon gemerkt, ja? Dass du mit Augen. Dann lass ich erstmal jetzt rein bei euch zwei. Wir sehen uns. Tschüss. Ja, die andere verzieht sich halt auch, weil sie auch merkt, okay, ich muss hier meine Koffer packen, weil die ist gerade 2 Sekunden hier und die Princess wackelt schon ganz komisch, weil die so total eingeschüchtert ist von, weißt du, von dieser Frau. Da ist auf jeden Fall eine Tension da, das spürt man direkt. Und ich frage mich so, wie macht ihr das? Ich habe schon gemerkt, ich glaube, da könnte eine gewisse Chemie sein. Glaubst du? Also sie sagt hier, man kann das nicht mit jedem machen, so Augenkontakt haben. Man sieht so direkt. Und ich denke mir so, normalerweise kommt das mega cringe rüber, wenn man so direkt ist. Und manche bringt es auch so rüber, dass man denkt so, ja, nee. Und sie sagt das und man glaubt ihr jedes Wort und da ist was da einfach. Und ich denke mir selber so, manchmal ich hinterfrage mich, wenn ich solche Frauen sehe bei Princess Charming, weil ich mir denke so, bin ich wirklich hetero? Wirklich, weil ich denke mir so, ich glaube, wenn die mich anmachen würde im Club, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt unbedingt komplett standhaft bleiben würde. Schon ziemlich sexy, oder nicht? Ja, glaubst du? Ich glaub schon. Du hast auf jeden Fall sehr schöne Augen. Dankeschön, du auch. Danke. Wisst ihr, was ich meine? Also, so, wer lernen will, wie man flirtet, guckt euch bitte diese Sequenz an. The fire is sprinkling. Es ist nicht mal das rote Kleid von der ist noch lichter da, sondern einfach diese Funken sprühen so heftig. Und zum ersten Mal sieht man das gewisse Etwas an der Princess. Dieses Feuer, dieses Leuchten ist da. Und das habe ich bei allen anderen nicht gesehen. So dieses Flirt-Gen, was jeder in sich hat, ist entfacht. Darf ich euch crashen? Also so macht man es halt auch nicht, ne? Die Süße hat sich Mut angetrunken und wollte hier crashen. Und crasht dann auch wirklich. Sie geht dann hin und sagt, kann ich euch crashen? Ja, das 1:1 des Flirtens oder des Smoothens. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich hätte schon gerne länger mit Daisy gesprochen. Ja, also die Daisy, ich merke mir das jetzt nur mal an der Daisy Girl oder irgendwas. Daisy hat auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich glaube, sie wird auf jeden Fall noch weit kommen in dieser Staffel und sie wird uns noch sehr gut entertainen. Sie hat so diese Elsa-Vibes, weil wir wissen, die Elsa kommt wieder rein. Und ich bin sehr gespannt, wie die beiden konkurrieren werden, weil Elsa ist ja auch super direkt und kompetitiv. Das wird sehr spannend. Hattest du schon ein Einzelgespräch? Ja, also unsere Maus hier, die Filmchen dreht, ist ein bisschen schüchtern. Ja, die ist so schüchtern, dass sie sich nicht traut, auf die Princess zuzugehen, weil sie das Thema, was sie halt beruflich macht, nicht ansprechen möchte. Sie hat auch in der Gruppe, als sie sich vorgestellt haben, hat sie gesagt, sie macht irgendwie Erotikbilder oder sowas. Also sie hat ja auch nicht wirklich gesagt, was sie macht. Und hat irgendwie so ein bisschen ein Problem damit, sich da so zu outen. Ich verstehe das auch, ne, wenn man jetzt nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen möchte. Ja, das steht halt trotzdem dann so ein bisschen im Weg, ne? Was mich dann verunsichert hat, ist, dass so viele Mädchen auf sie zugegangen sind. Ja, ja, Süße, weil das halt die Show ist so, ne? Deswegen musst du hier deine Balls zusammennehmen und da rangehen. Ran an den Speck, ne? Trau dich und steh zu dem, was du machst. Du musst dich dafür nicht schämen, denn dafür verdienst du deine Brötchen. Like, don't shame yourself, don't shame on you. Weiß nicht, ob das richtig Englisch war. Und der erste Abend geht so aus, dass die alle weiterkommen. Ja, also die wird ein bisschen spannend gemacht. Kriegen keine Kette. Und dann hat man das Gefühl, die fliegen raus. Spannung. Nee, im Endeffekt sind das dann die, die das erste Date dann mit ihr haben.
am nächsten Tag quasi, also in der nächsten Folge. Das sehen wir dann. Und so endet die erste Folge. Und ich finde die sehr cool. Und bin sehr gespannt auf diese Staffel. Schreibt mir gerne, was ihr von der Princess haltet und ob ihr das überhaupt schaut. Ja, damit würde ich sagen, weil es langsam dunkel wird hier, verabschiede ich mich und esse jetzt was. Ne? Also langer Tag und hier noch ein Review drehen für euch. Hab euch lieb. Ich freue mich, wenn ihr Feedback gebt und abonniert. Und ich liebe eure Engagement. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge Princess Charming oder Are You The One oder Sommerhaus der Stars, was ja auch bald anfängt. Muah.